Jeder hat doch schon mal die Werbung gehört. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Aber wie machen die das eigentlich? Das klären wir heute bei Eintag als Carglass-Mitarbeiter. Jawoll! Von diesem Job werdet ihr überrascht sein. Nicht nur, wie easy hier Autoscheiben repariert werden, sondern auch, dass man selbst als Quereinsteiger oder Berufsanfänger direkt mit 2.900 Euro Mindestgeld anfängt. Plus Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Also, schauen wir uns mal an, wie der Arbeitsalltag hier in einer der deutschlandweit 370 Service Center aussieht. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Aus dem Norden von Deutschland, hier im Bremerhaven an der Nordsee. Das hier ist Sergej und er ist heute mein Ausbilder hier bei Carglass. Wie geht's dir? Gut, ausgeschlafen. Schön Kaffee jetzt hier vor der Tür. Kaffee, ja. Ich bin jetzt dein neuer Auszubildender praktisch hier. Genau. Was ist das Wichtigste? Auf was muss ich mich seelisch heute vorbereiten? Du wirst fast alles selber machen. Direkt heute? Darfst du alles machen. Oha. So, dann laufen wir mal nach drüben. Ich sehe schon, da hinten ist Carglass. Da hinten einfach hin. Wie sieht's eigentlich aus? Du hast schon hier schöne Carglass-Klamotten. Bekomme ich das auch? Werde ich ausgestattet? Natürlich. Ah. Ja. Kommst du eigentlich hier aus Bremerhaven oder wo bist du auch? Na, hier in Bremerhaven bin ich jetzt, weil hier Kollegen ausgefallen sind. Und bei Carglass ist es immer so, wenn irgendwo anders Kollegen ausfallen, frag dich Carglass, kannst du da in einer anderen Filiale aushelfen? Ne? Und dann kann man sagen, ja, möchte ich oder möchte ich nicht. Und dann bekommst du deinen Leihwagen, Hotel und alles und dann fährst du für ein paar Tage in eine andere Station. Ne? Ah. So kannst du auch mal zum Beispiel, wenn jetzt in München Hagelsturm war, ja, dann kann es sein, dann fragen die in ganz Deutschland nach, ah, Leute, Notfall in München. Notfall in München. Überall Scheiben kommen, kaputt. Dann kommen die Leute, die Monteure aus Hamburg, Berlin und aus ganz Deutschland, ne, um da dann wirklich im Akkord die Scheiben, ja, zu tauschen. Ne, weil dann hast du halt auf einmal viel zu tun. Und dann, ja, kommt man hier in so eine schöne Carglass-Filiale. Rein geht in die Wärme. Hier schön muckelig. Guten Morgen. Hier. Abdul. Hi, Felix. Ja? Freut mich. Kaffee, Tee. Ach, Kaffee wird man hier auch noch bekommen. Natürlich. Immer. Haben wir schon gemerkt. Ja. Auf jeden Fall. Da sind dann meine Kollegen, die sind auch schon fleißig am Schrauben. Die stelle ich dir gleich vor. Ne? Ich würde sagen, du kriegst erstmal Klamotten. Was brauche ich alles? Schutzbrille. Das ist das Wichtigste. Die muss in der Halle immer getragen werden. Schutzbrille. Check. Schnittfeste Handschuhe. Ne? Aber wir arbeiten ja mit Glas. Dann bekommst du auch eine schöne Jacke, so wie ich sie auch habe. Ja? Perfekt. Du bist so ein bisschen hier so Spielertransfermäßig. Weißt du? Genau. Du bist jetzt hier Clubboss hier und jetzt hier so Vertragsverhandlungen abgeschlossen. Genau, und hier gibt's ein neuer Verein. Flagge, ja. Bin ready, Leute. So sieht's hier aus bei Carglass. Ich bin jetzt. Eigentlich kann ich jetzt bald anfangen, oder? Ja, sicher. Ich stelle dir einmal die Kollegen vor und dann starten wir mit unserem ersten Auftrag. Andreas Bruns. Andreas. Ja. Moin, ja, so. Ah, ja, sehr lange, ne? Ja, bei dir aber auch. Ja, geil. Was hast du hier gerade am Start? Ja, eine schöne Windschutzscheibe für einen BMW 2er. BMW 2er, oh. 2022, das neue gute Stück. Ah. Oh, eine schöne Kamera da drin, ne? Das habe ich gerade eben schon gehört. Also immer wenn es Kamera ist, wird kompliziert, habe ich gehört. Da hast du auch dieses große Feld am meisten. Mhm. Da siehst du immer, meist immer über dem Spiegel. Ja. Du hast ja immer meist so ein Dreieck. Und jetzt mittlerweile bei den neuen Autos werden die immer größer für den Querverkehr. Ah, okay, weil damit sie alle Sensoren so haben. Genau, richtig. Ich verstehe. Genau. Und warum steht das hinter dem Golf? Weil der ist schon fertig. Mhm. Und ich bereite schon mal die Scheibe vor, weil der muss noch ein bisschen aushärten, ein bisschen rausfahren kann. Und in der Zeit bereite ich schon mal die Du bist vor. Auf Zack, du. Ich merke das schon, ja, hier. So früh am Morgen hier. Ey, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Hier haben wir noch unsere Lara. Die ist gerade mit dem Kalibrieren fertig, glaube ich. Hallo, Felix. Das ist ungefähr der nächste Schritt praktisch. Wenn die Scheibe drin ist, genau, dann gucken, dass die ganzen Sensoren, Kameras alle ordentlich ausgerichtet sind. Ach, mit dem High-Tech-Ding hier. Du siehst hier die Felder. Diese ganzen Felder, ja? Ja, und das riechst du gleich vorne an. Und dann machst du das mit dem Steuergerät. Mhm. Und dadurch wird das dann verlinkt. Wir starten jetzt. Wir starten. Wir starten am Anfang. Ja, genau, wir starten am Anfang. Okay. Ja. Wenn wir morgens haben. Wir haben unsere Auftragswand. Wir arbeiten hier mal von oben nach unten ab. Okay. Ne? Also das sind die heutigen Aufträge. Ja, bis jetzt. Was haben wir denn hier? Wischer Front steht noch bei Mehrwelt. Ja, wir haben jetzt den Auftrag bekommen. Wir können einmal zu unserer Werkbank gehen, ja, und dann holen wir mal alles raus, was hier drin ist. Was ist unsere Station hier? Hier, wir sind im Tor 2 hier. Das sind wir, okay. Genau. Hier gibt es einen sogenannten Bellroom Way of Fitting, genau abzuarbeiten, wie man einen Austausch einer Windschutzscheibe jetzt macht. Ne? 28 Schritte für den Aus- und Einbau. Krass, die müssen wir alle abarbeiten. Die müssen wir chronologisch abarbeiten. Okay. Ne? Stift ist natürlich immer am Mann hier. Zack. Also Erhalt des Arbeitsauftrages können wir abhaken. Deshalb können wir abhaken. Zack. Was steht als nächstes drauf? Überprüfung des Arbeitsauftrages. Gut.
Das ist der Mercedes-Hammer. Mercedes haben wir da, ne? Hier gibt es technische Hinweise. Okay, genau. Aber wo ist denn unser Fahrzeug? Ist das schon der nächste Step, hier Auto holen? Nee. Noch den nicht. Haben wir jetzt gemacht. Wir haben den Arbeitsauftrag überprüft. Abhaken, das ist mein Lieblingsbeschäftigung. Zack. Und dann gibt es zu jedem Fahrzeug eine sogenannte TMD. Eine Lesen Montage. Der Montageinformationen. Ja. Wir machen das jetzt mit Papier, läuft aber auch alles digital. Okay. Ne? Jeder Mitarbeiter hat so ein Tablet, hat alles einen Lagerort, auch die Scheibe. Und jetzt kann ich mal holen, alles, was wir brauchen. Genau. Okay, AK-151 brauchen wir einmal. Und 4, perfekt. Genau. Sensorpad, Silikonpaste. Den haben wir. Ja, AL-36. Das sind diese Rohre, die du hier siehst. Okay, 31, 34, 35, 35, 36, hier. Ja. AL-36. Bitteschön. Genau. Und dann brauchen wir die, Frontscheibe. 43 ist hier. Aber ist nichts drin. Das ist 34. Oh. Gott, unangenehm. Zahlen und ich, Leute, wisst ihr noch, als ich einmal ein Tankwagenfahrer war? Das sind jetzt 7000 Liter und in der hinteren sind jetzt auch nochmal 6000 Liter. Okay. Und wie kommen wir auf 13.000? 7 plus 6. Rechnen hier bei einem Tag als ist, war noch nie meine Stärke. Okay. AA43 findest du. Ja, danke. Ja. Okay. Da ist das gute Stück. Sieht irgendwie klein aus, ne? Ich hätte so gedacht, so eine Autoscheibe ist riesig, aber tatsächlich ist gar nicht so riesig. Bei den Ecken aufpassen, dass du nirgendwo gegenstößt. Das geht ganz schnell und dann ist das Glas kaputt. Ist dir schon mal eine Scheibe kaputt gegangen? Ja, passiert mal. Alle 3 Jahre mal, ne? Alle 3 Jahre einmal, okay. Wie häufig sind dir schon Scheiben kaputt gegangen? Oh, sind schon 1, 2 Scheiben kaputt gegangen, ja. Gehört dazu. Aber du hast ja auch 20 Jahre hier. Da vorne einfach abstellen. Aha. Das war wahrscheinlich schon das Einfachste, die Scheibe hier einfach mal herzuholen, aber das war schon, ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Abhaken. Genau. Oh, wir haben ja Schneesturm mittlerweile. Oh Gott. Also ich sehe schon auf jeden Fall, da ist ein Mercedes GLC. Ist es der schwarze? Das ist der. Raus in die Kälte müssen wir jetzt hier gleich. Du nimmst ja einen Sitzschoner mit und einen Fußraumschoner. 3, 2, 1, let's go, go, go. Okay, schnell rein, Tür zu. Da sind wir. Oh, ich sehe auch schon. Hier oben ist der Riss am Start. Ah, danke. Ja, jetzt. Oh mein Gott, der Riss geht ja noch richtig hoch. So. Ja, jetzt wird das Fahrzeug in die Halle gefahren. Aha. Also in deinem Job fährst du auch wahrscheinlich viele verschiedene Autos, aber immer nur ein paar Meter. Ja, manchmal musst du auch dynamisch kalibrieren, dann fährst du auch mal auf eine Autobahn. Dynamisch kalibrieren, okay. Genau. Erstmal das Wichtigste, abhaken. Genau. Fahrzeug in die Halle reingefahren. Check. Genau. Wir arbeiten uns hier langsam voran. Also erstmal wollen wir ja später, wenn wir die Scheibe raus haben, wollen wir ja nicht, dass da Wasser reinläuft, ne? Okay. Dann müssen wir das Dach einmal, das darfst du mal hier auch auf der anderen Seite machen. Bisschen noch. Also, Schnee runter und dann führt uns die App durch die weiteren Aufgaben. Erstmal nämlich ein paar Fotos machen zur Dokumentation des allgemeinen Zustands des Autos und natürlich speziell des Schadens an der Scheibe. Im nächsten Schritt haben wir dann einen Schutz am Auto angebracht, Spannungserhaltung an die Batterie angeschlossen und uns per Datenkabel mit dem Auto verbunden, um die wichtigen Informationen anzuzeigen. Passt alles und damit ging es dann an die Vorbereitung der neuen Scheibe, die vor dem Einbau natürlich frei von Transportaufklebern und allen Rückschnitten sein muss. Eine Aufgabe für viel Glasreiniger, Papiertücher und schnelle Hände. Quietschige Angelegenheit. Oh, schön quietschen muss das, ne? Okay, abgehakt. Jetzt muss aber erstmal die alte Scheibe aus dem Auto raus. Und damit das überhaupt geht, müssen diverse Teile abmontiert werden. Sowohl draußen als auch im Innenraum. Was dort diverse Kameras bzw. Sensoren in modernen Autos beinhaltet, die direkt an der Scheibe montiert sind. Und um jetzt die rundum festgeklebte Scheibe lösen zu können, gibt es ein Spezialwerkzeug bei Carglass, das Easy Wire heißt. Das ist das Gerät. Damit schneidet man praktisch mit einem Drahtseil rundum einmal durch den Klebstoff an der Scheibe, was erstaunlich gut funktioniert. Cleveres Teil, ziemlich satisfying zu benutzen. Das Geräusch ist, als ob so ein Eissee bricht. Ja, hier bricht es jetzt schon auf. So, das reicht jetzt. Okay, wenn alles geklappt hat, können wir jetzt einfach die Scheibe rausnehmen. Genau, einmal vorsichtig unten die Ecken aufpassen. Easy. Zusammen hoch, stellen wir die hier sicher ab. Also, wir haben gemacht, entfernende Anbauteile haben wir gemacht. Defekte Scheibe heraustrennen haben wir gemacht. Scheibenreste herausnehmen? Ist halt. Also, ich sehe da nichts mehr, da ist nichts mehr drin. Ja. Erfolgreich. So, das ist die neue Scheibe, die wird jetzt eingebaut, da darf nichts schief gehen, sonst war die ganze Arbeit umsonst. Und deswegen, Leute, es ist gerade Pausenzeit so langsam, würde ich sagen. Ja? Wir machen eine kurze Pause und dann geht das danach weiter und dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Jetzt zum Mittag eine kleine Stärkung. Stärkung hört sich gut an. Wo ist denn die Stärkung hier? Wo ist eure Küche? Ja. Grill am Laufen? Wer viel arbeitet, muss auch viel essen. Das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es schneit hier auf den Grill rauf, Junge. Ihr seid wirklich hart unterwegs, das ist ja nice. Eine gewisse Würze. Das ist nordische Gewürz. Ah, ist das bei euch so ein Ding, so jeden Freitag wird gegrillt? Oder ist es einfach so? Gegrillt oder mal einen Döner geholt? Oder Freitag machen wir mal so ein bisschen Essen.
Freitags ist es. So viel Zeit muss sein. Pause ist vorbei und Lara ist jetzt meine Chefin, denn jetzt, bevor wir drüben die Scheibe wieder einsetzen, machen wir das. Du hast gesagt, das versuchen wir eigentlich immer als erstes zu machen. Ne? Also wenn der Riss zu groß ist wieder drüben, geht es nicht anders, dann muss die Scheibe ausgetauscht werden, aber sonst? Repair first, das heißt, wenn es reparabel ist, dann werden wir jetzt auf jeden Fall reparieren. Okay. Und genau. Das ist jetzt sozusagen das Magic-Ding, wo man einfach da so einen Steinschlag in der Scheibe und danach ist er weg. Ja, kannst du ja mal suchen gehen, den Steinschlag. Ist er eigentlich schon drauf? Ja. Ich setze jetzt meine schlaue Brille auf. Hier ist ein Steinschlag drin? Da ist nichts, ich sehe nichts. Muss der hier drauf sein? Ja. Ist es das hier? Ja. Ah. Du kannst auch gerne mal mit unserer Lupe schauen. Boah, aber der ist klein. Ja. Ich kann mal messen, wie viel der hat hier. Der hat einen kompletten Durchmesser von 3 mm. Ja, schau mal. Und den versuchen wir jetzt zu reparieren. Haben wir wieder eine Checkliste? Genau. Ah, stark. Erhalt des Auftrages. Hast du schon alles hergeholt, du bist perfekt vorbereitet. Ja. Das Stift ist auch hier. Einmal nehme ich schon mal abhaken. Das ist auch deine Lieblingsaufgabe, ne? Ja, das hast du direkt richtig erkannt. Abgehakt. Die Überprüfung der Ausrüstung. Haben wir alles da? Alles da. Abhaken. Das ist alles schon im Kopf drin, was hier draufsteht, oder? Ja, nach einer Zeit ist das einfach drin und dann machst du das einfach fertig. Wie lange bist du denn schon bei Carglass? Ich bin jetzt seit 8 Monaten bei Carglass. Ah, okay. Mhm. Und wie fängt man überhaupt bei Carglass an? Also, braucht man eine Ausbildung? Wie lange dauert das? Also ich bin jetzt durch die Familie nach Carglass gekommen, weil ich bin ja Quereinsteigerin, habe ja vorher was anderes gelernt. Und dann geht's halt in die Ausbildung. Da bist du 2 Wochen in Siegen, machst da ein bisschen theoretisch und auch praktisch. Und danach gehst du in die Service Center und machst dann deine Ausbildung. Ja. Wie lange dauert die dann nochmal? Jeweils 2 Wochen. Jeweils 2 Wochen? Mhm. Das heißt, nach 4 oder 6 Wochen bist du fertig? Ja. Genau. Leute, ich glaube, das ist auch noch was für mich hier. Da kann ich auch noch schnell anfangen. Man wird vom ersten Tag an normal bezahlt? Ja. Krass. Weißt du, was Einstiegsgehalt ist? 2.900. 2.900. Für Gelernte 3.2. Okay, wenn du im Kfz-Bereich was gelernt hast, sogar 3.2 ab dem ersten Tag. Also hier kannst du wirklich, egal ob du 50 Jahre alt bist oder gerade 18 Jahre alt, du brauchst einen Autoführerschein, braucht man wahrscheinlich. Mhm. Du musst ja auch die Autos mal rein und raus fahren oder zum Kalibrieren fahren. Und dann kannst du hier einfach anfangen und direkt 2.9 verdienen oder mit Kfz-Ausbildung in sogar 3.2. Ja, das Gehalt hier direkt zum Einstieg ist schon echt gut. Plus jährlich übrigens 1.000 Euro Weihnachtsgeld und 1.000 Euro Urlaubsgeld. Dazu sind die Hierarchien flach, man kann sich auch weiterentwickeln und zum Beispiel Standortverantwortung bekommen oder auch Area Manager werden. Und es gibt 30 Tage Urlaub plus diverse Sport- und Gesundheitsangebote wie Zuschüsse fürs Fitnessstudio und sogar einen eigenen Triathlon als globales Firmen-Event. Wir fliegen nach England mit Carglass und machen da einen Triathlon. Das, was man möchte, geht laufen und schon ganz cool. Weil dann werden da Spendengelder gesammelt? Genau, ja, bis zu mehr Kilometer und dann geht das nach Afrika, Tikun oder, ja. Ah, ein Stützeprojekt in Afrika. Bist du selber auch Triathlon dann gelaufen? Ja. Oha, wie lange? Ich habe 200 Meter Schwimmen und 10 Kilometer Fahrrad und 2,5 Kilometer bin ich gelaufen. Ja, immerhin ordentlich, aber ordentlich. Ja. Das ist schon cool. Und dann alles so mit der Belegschaft so von Carglass, ja, da kommt man zu. Also ich würde sagen, wenn ihr gerade einen neuen Job sucht, worauf wartet ihr noch? Der Link ist in der Beschreibung oder benutzt einfach diesen QR-Code hier, der führt euch direkt zur Karriereseite von Carglass. Und wir kümmern uns währenddessen erstmal schnell um diesen kleinen Steinschlag hier. Wie machen wir jetzt weiter? Mhm. Was steht denn drauf? Prüfung und Organisation des Arbeitsplatzes. Mhm. Okay, ja, ich prüfe, ich organisiere. Ob so, du alles da organisieren. So. Kann ich jetzt abhaken? Ja, okay. Schon. Also alles hat hier eine Checkliste, ja? Du kannst eigentlich gar nichts falsch machen. Geht einfach hier. Begrüßung des Kunden. Schönen guten Tag. Ihr Hand hierher. Schönen guten Tag. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wollen Sie noch einen Kaffee haben? Das ist das Wichtigste. Ja? Kaffee. Der Kaffee zieht Kaffee. Immer. Ah. Okay, Begrüßung habe ich auch abgeschlossen. Genau. Prüfung, ob der Steinschlag reparabel ist. Das haben wir ja, ne? Ja. Bis wann ist er reparabel? Wie viel? Wie liegt das an der Größe? 2-Euro-Münze. Oh, der ist aber groß. Ja. Kann repariert werden. Kundeninformationen, besprechende Erwartungen. Lieber Kunde, das ist gar kein Problem, ja? Wir machen das für Sie. Es kann aber auch mal sein, dass ein Steinschlag reißt und dann muss die Scheibe ausgetauscht werden. Nur, dass Sie es wissen, der Steinschlag kann auch reißen, aber wir geben unser Bestes, dass es nicht passiert. Nur, dass Sie das schon mal wissen, ja? Aber wenn wir Glück haben, ist das hier in wenigen Minuten abgehandelt. Okay. War gut, oder? War super. Der Kunde ist begeistert. Fahrzeuginspektion. Den musst du von innen genau unter den Steinschlag setzen. So. Mhm. Dass wir eine gute Sicht von außen haben. So? Perfekt. Einwandfrei. Da geht mir jetzt rein.
Du setzt den auf den Steinschlag und dann drückst du ihn runter. Du kannst es gerne mal probieren, damit lösen wir die Spannungen. Super, perfekt. Damit haben wir die Spannung gelöst. Ach ja, ich merke schon, dann setze ich es auf und drehe. Nein. So, ja. Draufdrücken, guck mal. Oh, okay. Und dann machst du damit die Splitter raus. Drücken! Ah. Oh, okay. So? Super, perfekt. Steinschlag mit der Vakuumdisk entlüften. Ich habe so viele Spezialwerkzeuge hier. Warte doch. Okay, ich warte. Dir fehlt noch der Anschluss. Ja. Und das setzt du dann genau über den Steinschlag. Rauf da. Um Feuchtigkeit zu entziehen. Die Vakuumdisk entlüftet. Oh, ich bin fertig. Du musst, glaube ich, weiter hoch, ne? Ja. So. Nee. Hä? Nee, die haben die untere. Die untere Öffnung? Da ist ein kleines Loch noch. Ach, die untere Öffnung. Ja. Oh mein Gott, sorry. Reparaturknopf positionieren haben wir. So. Ja, guck mal. Und 3, 2, 1, los. Was passiert jetzt? Jetzt kommt das Harz raus. Okay. Schau mal, jetzt ist es. Ah ja, man sieht es im Spiegel. Und wenn du ihn gut aufgemacht hast, dann füllen sich nach und nach die Risse mit dem Harz. Wenn du magst, könntest du jetzt gerne das Auto aussaugen. Auto aussaugen? Wir saugen immer um die Wartezeit zu nutzen. Genau. Wir saugen für unsere Kunden das Auto immer aus und. Aha. Ja, gerne. Ja, dann. Staubsauger. Hier. Kleiner Extra-Service für die Kunden also, damit sie sich auch direkt über ein sauberes Auto freuen können. Das mache ich doch gerne. Danach ging es mit Lara zusammen an der Scheibe in kleinen Schritten weiter, auch wenn ich manchmal erst beim zweiten Versuch alles richtig verstanden habe. Müller-Plättchen. Was hab ich gesagt? Papiertuch. Da steht Papiertuch. Ich habe auch Meila gesagt. Okay, wie heißt es? Müller. Und Pitfall ist das, was ich da drauf getan habe. Okay. Abhaken. Mhm. Eigentlich war das alles auch ziemlich einfach, Leute. Man musste nur die Checkliste weiter abarbeiten, inklusive am Ende die Scheibe zu putzen. Und damit waren wir dann auch schon praktisch fertig. Genau. Dann darfst du gerne noch mal ein Beweisfoto. Ja. Ich finde super, die App startet jedes Mal mit einem Selfie-Bild, ne? Hello. Wir müssen natürlich wechseln und ein Beweisfoto machen. Hier alles wieder in Ordnung hier. Auftrag abschließen. Auftrag freigegeben. Fertig. Perfekt. Also, die Scheibe da haben wir gerettet. Bei der hier ist nichts mehr zu retten. Die haben wir gerade eben ausgebaut. Die wird jetzt erstmal weggeschmissen. Hier, komm mal mit. Die ist wirklich richtig kaputt hier. Schau es euch an. Das passiert, wenn man so einen Steinschlag eben nicht schnell reparieren lässt. Dann bricht irgendwann die ganze Scheibe. Und dann baue ich sie aus, Leute. Die kam weg. Die wird. Und. So, jetzt ist sie auf jeden Fall kaputt, Leute. Und Zeit für die neue. Und da darf nichts kaputt gehen. Wirklich nicht. Sonst wird es teuer. So sieht der Kleber aus. Und so klebt man hier eine neue Scheibe dann richtig ein, Leute. Also ich weiß nicht, ob das gut ist. War das nicht so? Perfekt. War das perfekt? Noch nie so gut gesehen beim ersten Mal. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Oh mein Gott. Darf ich auch die neue Scheibe machen? Nein. Weil das hier, Leute, seht ihr, das ist hier noch eine alte Scheibe. Zum Probieren für mich. Die richtige Ersatzscheibe für den Kunden klebt Säge jetzt nämlich. Denn da muss alles perfekt passen. Beim Einbau durfte ich dann wieder helfen, was mich ein bisschen nervös gemacht hat, weil da darf wirklich nichts mehr schiefgehen oder irgendwo Kleben hinkommen, wo er nicht hin soll. Aber es hat dann alles erstaunlich easy geklappt. Danach wurden nochmal Spaltmaße geprüft und alle abgenommenen Teile wieder angesetzt, inklusive der Kameras bzw. Sensoren an der Scheibe. Mit einem speziellen Tool haben wir diese dann nochmal kalibriert, damit alle Assistenzsysteme wieder funktionieren. Als allerletzten Schritt haben wir das Auto dann nochmal ausgesaugt. Und damit fertig. Auch das Auto mit dem vollständigen Scheibentausch haben wir abgeschlossen, Leute. Das war ein richtig cooler Tag auf jeden Fall bei Carglass. Und wenn ihr jetzt auch Bock habt, hier zu arbeiten, dann schaut mal unten in der Beschreibung, Leute. Da ist ein Link mit allen Infos, wie ihr Karriere bei Carglass machen könnt. Die gibt es in ganz Deutschland, sogar dreimal auf Mallorca, habe ich jetzt gelernt. Egal ob jung oder alt, als Quereinsteiger, ihr könnt hier anfangen. Und wie ihr, glaube ich, heute gesehen habt, sind die Leute hier verdammt cool drauf. Das war's mit einem Tag als Carglass-Mitarbeiter.